Als 1989 der reale Sozialismus untergegangen war, dachten die westlich-kapitalistischen Staaten, sie hätten jetzt den Sieg davon getragen. Aber faktisch haben diese westlichen Staaten nichts anderes gemacht, als den Sozialismus durch die Hintertür reinzulassen. Inwiefern? Indem man faktisch die Bedeutung der Notenbanken massiv erhöht hat und die Kompetenz dieser Notenbanken massiv ausgeweitet hat, die sich jetzt fühlen wie staatliche Wirtschaftslenkungsbehörden, die sagen, wie die Wirtschaft zu laufen hat, die Geld drucken, die damit ein immer weiteres Umgreifen des Staates letztendlich finanzieren, und die Inflation, die wir jetzt gehabt haben oder die immer noch der Fall ist, die ist kein Zufall, sondern eben Ausdruck des Notenbankhandelns. Und jetzt tritt in Argentinien ein Politiker auf, ist an die Macht gekommen, ist jetzt gewählt worden, der ein vom Sozialismus so geschundenes Land versucht wieder auf die Beine zu stellen. Die Rede ist von Javier Milei, und dieser Milei ist insofern interessant, als er sagt, das ist letztendlich alles Quatsch mit diesen Notenbanken. Ich werde die argentinische Notenbank abschaffen. Das ist ein neuer Weg, das ist sozusagen ein antisozialistischer Weg. Wie gesagt, auch der Westen ist ja auf dem Weg des Sozialismus, weswegen uns auch so langsam die Wirtschaft wegbricht. Und wir schauen uns mal ein Zitat an von Milei, der, wie gesagt, ja die Wahlen jetzt deutlich gewonnen hat in Argentinien, der gesagt hätte, wenn Gelddrucken die Armut beenden würde, dann würde das Drucken von Diplomen die Dummheit beenden. Und ich glaube, das bringt es relativ gut auf den Punkt. Er ist ein Ökonom, der durchaus unkonventionell ist, kann man sagen. In westlichen Medien wird oft gesagt, er sei praktisch wie Trump, was aus meiner Sicht völlig unsinnig ist. Hier wird er sozusagen so ein bisschen diskreditiert als rechts und so weiter. Nein, er ist liberal, teilweise libertär, kann man sagen. Aber hier sehen wir mal, wie reich einst Argentinien war. Bis 1947 war man so in den Top 10 der Welt, was das Pro-Kopf-Einkommen betrifft. Und ein funktionierender Staat. Dann kamen die Peronisten und haben das Land systematisch durch staatliche Interventionspolitik systematisch, kontinuierlich nach unten gewirtschaftet. Und hier der Sieg von Milei ist vielleicht die Chance, dieses so geschundene Land nochmal auf die Beine zu stellen. Und was will er machen? Er will radikal Bürokratie abbauen, er will die staatliche Deregulierung oder will eine radikale Deregulierung, er will die Wiederherstellung der Währungsstabilität, ein Land, das ja eine so massive Inflation schon seit Jahrzehnten hat, und er will in Sachen Außenpolitik eine Anbindung an den Westen, was ja derzeit angesichts der Entwicklungen auch um Israel eher ungewöhnlich ist. Der globale Süden tendiert ja immer mehr in Richtung China, immer mehr in Richtung Russland, kann man sagen, also in Richtung eines eher autoritären Systems. Insofern ist das auch eine Überraschung. Aber hier sehen wir uns mal unseren westlichen Standard an, und hier sehen wir mal die Bilanzen der Notenbanken, die so massiv gestiegen sind schon vor Corona, aber mit Corona dann exzessiv. Und es ist kein Zufall, dass mit diesen steigenden Bilanzen dann eben auch die Inflation nach oben geschossen ist, weil zu viel Liquidität auf zu wenige Güter getroffen ist. Das sorgt dann für Preisanstiege, und jetzt versuchen die Notenbanken, diese Geschichte wieder in den Zaum zu kriegen, diesen Geist, der aus der Flasche entlassen wurde, indem man die Zinsen auf Null gesenkt hat. Das ist die Ursünde des Kapitalismus, indem er sozusagen das Risikoparameter abschafft. Gibt es kein Kriterium mehr, was sozusagen Risiko ist, und wenn es kein Kriterium mehr für Risiko gibt, dann gibt es auch kein Kriterium mehr für Haftung, für Verantwortung. Insofern ist Haftungslosigkeit, Verantwortungslosigkeit die Folge eines solchen Schrittes der Abschaffung der Zinsen. Genau das sehen wir. Wir werden jetzt noch einige Leichen sehen, die sozusagen nach oben fliegen aufgrund von Fehlallokationen, von falschen Entscheidungen von Kapital. Hier sehen wir, Bitcoin freut sich auch, dass in Argentinien Milei gewonnen hat. Mal sehen, wie nachhaltig dieser Einfluss ist. Aber jetzt wird ja oft gesagt, Mensch, wir müssen jetzt unbedingt die Steuern erhöhen. Wir haben ja hier ein Riesenproblem, auch in Deutschland. Hier mal Diego Fastnacht, Ausgaben des Bundes 2019 356 Milliarden, Ausgaben des Bundes 2023 476 Milliarden. Das sind 33 Milliarden.
5,5% in nur 4 Jahren. In derselben Zeit haben wir im Prinzip null Wachstum. Pro Kopf sogar ist das Wachstum negativ. Wir haben eine Inflation von 18,5% und das bedeutet, dass die Staatsausgaben sogar deutlich schneller steigen als die Inflation. Das heißt, wir haben ein Ausgabenproblem und das mit der höchsten Inflation der letzten Jahre. Dieser Staat hat nicht, oder hier sagt Diego Fastenhaft, lasst euch von niemandem erzählen, dass dieser Staat nicht genug Geld hätte und deshalb noch höhere Steuern oder Schulden bräuchte. Dieser Staat schwimmt massiv in Geld, er gibt nur zu viel davon aus. Und jetzt gibt es ja nach diesem Urteil des Verfassungsgerichts eine kleine Lücke von 60 Milliarden. Zum Beispiel auch die Anhebung der Mehrwertsteuer im Gastrobereich, die ja viel kritisiert wird. Aber ich kann mich nicht erinnern, als die Bundesregierung die Mehrwertsteuer im Gastrobereich von 19 auf 7% gesenkt hat, dass damals die Preise gefallen wären. Also die haben sich das auch direkt sozusagen in die Tasche gesteckt, die Gastronomen und Gastronomiebetriebe. Jetzt wird sehr gejammert, dass die Mehrwertsteuer wieder nach oben geht. Aber sei es drum, wir haben hier ein Ausgabenproblem und wir haben Notenbanken wie die EZB, die diese Ausgaben letztendlich finanziert haben oder ermöglicht haben durch Gelddrucken, durch den Kauf von Staatsanleihen, die Renditen, die Risikoprämien für Staatsanleihen künstlich nach unten gedrückt haben. All das ist ein System, das früher oder später gegen die Wand fahren muss und das irgendwie geheilt werden muss aus meiner Sicht, weil wir sonst im Grunde den Fehler machen, den der reale Sozialismus begangen hat, nämlich zu glauben, dass eine Wirtschaft komplett lenkbar sei. Das hat im Sozialismus der Staat geglaubt, der sozialistische Staat. Jetzt glauben es die Notenbanken. Und die Folge ist etwa, dass die Staatsquoten deutlich steigen, so in Deutschland. Alles über 50% ist der Sozialismus, hat mal ein deutscher Kanzler gesagt, der mir ansonsten nicht sehr sympathisch ist. Hier sehen wir mal, was die Chinesen machen. Die sind genau in diese Richtung unterwegs und bekommen jetzt sozusagen wirtschaftlich die Quittung, die Folge jetzt auch dieser Ein-Kind-Politik, die vielleicht notwendig war, um überhaupt diese Bevölkerung ernähren zu können, aber jetzt sozusagen die Wirtschaft dieses Versprechen des Wohlstandes nicht mehr hergeben wird. Gleichzeitig sehen wir, dass die Chinesen immer weniger werden. Deswegen hat China so eine unglaublich schlechte Perspektive aus meiner Sicht, weil eben es ein demografisches Problem hat und weil es eine Politik gemacht hat, die eben auf staatliche Lenkung und Kontrolle gesetzt hat unter Xi Jinping. Und jetzt sehen wir sozusagen die Folgen, ähnlich wie in Argentinien. Es geht eine Zeit lang, merkt man das nicht, das ist ein Abstieg in Raten, so wie Deutschland sozusagen auch einen Abstieg in Raten hat, durch diesen grünsozialistischen Planungswahn, dass sozusagen immer vorgeschrieben wird, was wie zu passieren hat. Nicht der Markt regelt es, sondern eben nur die Planungsbehörden. Auch der Markt muss eingegrenzt werden, Exzesse unterbunden werden. Aber Marktkräfte sind in der Regel besser als Bürokratenhirne. Und wenn wir jetzt mal zum Geschehen an den Märkten kommen, dann sehen wir hier eben das, was die Märkte gemacht haben. Hier sagte das Wall Street Journal, das war eine Überreaktion auf die Aussagen der Fed, respektive vor allem auf die Inflationsdaten. Man hört jetzt Rate Cuts by the end of the year und nicht mehr higher for longer, was die Fed sagte. Fakt ist aber, dass jetzt das Treasury, also das US-Finanzministerium, muss im nächsten Jahr mal eben 7 oder in den nächsten beiden Jahren 7 Billionen refinanzieren. Das heißt weniger Liquidität in den Märkten. Jetzt sehen wir auch, dass eben die Refinanzierungsbedürfnisse für Unternehmen, ob Investment Grade oder Speculative Grade, also praktisch schlechtere Bonität, dass das deutlich nach oben geht, dass dann also, wenn die Zinsen nach wie vor höher sind, die ganze Geschichte zu wirken beginnt. Das wird richtig teuer und teuer wird es vielleicht für die Amerikaner auch. Heute das wichtigste Ereignis aus meiner Sicht, 19 Uhr, eine 20-jährige Anleiheauktion aus den USA. Wir erinnern uns ja, die letzte Auktion war ja so miserabel, die Auktion einer 30-jährigen Staatsanleihe. Daraufhin die Renditen gestiegen, die Aktienmärkte kurz mal ziemlich schockiert. Und gerade der am stärksten betroffene Bereich von Zinsen ist offenkundig eben Gewerbeimmobilien, Büroimmobilien. Hier hat jetzt die Deutsche Bank in den USA mal eben einen Verlust von 350 Millionen Dollar realisiert, indem man ein Bürogebäude, wo früher die Bank of America auch sich eingemietet hat, jetzt praktisch notverkauft hat mit einem riesigen Verlust.
Und das ist ein Signal, glaube ich, für weiterfallende Preise bei Gewerbeimmobilien. Das wird viele unter Druck bringen. Hier nochmal die Highlights, was ansteht in dieser Woche. Da haben wir vor dem ZM, das ist diese oder ist ein Kürzel für eine Anleihe, Future jedenfalls diese Anleiheauktion heute, dann morgen haben wir die Fed Minutes vor allem und dann eben am Dienstag, am wichtigsten vielleicht die ganze Woche oder für die ganze Woche ist Nvidia nachbörslich die Zahlen, am Donnerstag ja dann die Märkte geschlossen wegen Thanksgiving, Freitag. Und dann ein verkürzter Handelstag, wird also sehr, sehr wenig Liquidität in dieser Woche der Fall sein. Nvidia wird sehr, sehr wichtig. Das erste Mal hat man die Prognosen stark übertroffen, weil die Chinesen auf Halde bestellt haben, in Sorge, dass die Biden-Administration ihnen die Chips nicht mehr liefern lässt, also praktisch Chip-Exporte verbietet. Beim zweiten Quartal hat Nvidia dann durch ein Ringtauschgeschäft die Umsätze künstlich aufgeblasen. Jetzt muss man sich schon was einfallen lassen, wie man diese Illusion noch aufrechterhalten will. Hier sehen wir auch in anderen Bereichen KI, Euphorie, ein kleines Problem. Da ist jetzt wohl Altman endgültig nicht mehr der Fall, weil jetzt der ehemalige, Twitter-Chef, der ehemalige Twitch-Chef Emmett Shear ist jetzt der neue Chef von OpenAI, also es rumpelt im KI-Bereich, das könnte in dieser Woche etwas sehr Wichtiges werden, so rumpelt auch beim Elonu, der jetzt sich auch vom Weißen Haus Antisemitismusverbreitung vorwerfen lassen muss, aus meiner Sicht sachlich nicht berechtigt, auch wenn Elon Musk hier sehr undifferenziert argumentiert hat, er versucht hier nochmal klarzustellen, dass er eigentlich doch allen das Beste wünscht. Ich liebe doch alle. Wer war das? Der Mielke, der das gesagt hat. Ich glaube, das geht ein bisschen zu weit, aber es zeigt, also dieser Vorwurf Antisemitismus gegen Musk geht zu weit aus meiner Sicht, ist sachlich ein bisschen weit hergeholt. Aber für Elonu ist das gefährlich, denn da werden viele, die sozusagen ihn einst noch unterstützt hatten, werden jetzt endgültig die Reißleine ziehen als Investoren. In jeder Hinsicht wird es für ihn schwieriger, zumal auch die SpaceX-Rakete ja explodiert ist. Alle Welt ist jetzt bullish. Man erwartet 4600 Punkte für das Ende des Jahres. Und hier sagt sie, die Option Flows könnten da noch weiter nach oben treiben. Das ist durchaus möglich. Wir sehen jetzt größte Zuflüsse in Triple Q, also das Nasdaq ETF in diesem Jahr. Wir sehen massive Buybacks oder haben gesehen massive Buybacks in der letzten Woche. All das hat geholfen. Wir sehen jetzt eine extrem bullische Stimmung hier, etwa FinTwit, also Twitter. Da wird eine KI wertet da sozusagen das Sentiment aus der Twitter-User, wie bullish sind die, wir sind jetzt so bullish mit Abstand wie seit 2021 nicht mehr, wir sehen die Privatanleger jetzt bullish, wir sehen Vermögensverwalter jetzt schon dick investiert, also da ist viel passiert, wir sehen hier Price Impulse ganz oben. Kann das noch weiter steigen? Ja, es kann, aber die Luft wird immer dünner dann, das Rückschlagpotenzial zumindest kurzfristig immer größer. Wir sehen auch, Growth Value ist nicht mehr so richtig mitgekommen. Normalerweise ist, wenn Growth besser läuft als Value, ein Zeichen für weiter steigende Märkte. Hier sehen wir eine negative Divergenz. Wir sehen Dow Jones. Der Dow Jones als Index Industrials ist weiter gestiegen, neues Hoch, während die Transports das nicht machen, nach der Dow Jones Theorie ein problematisches Signal. Wir sehen jetzt die Aktien über dem 20-Tages-Durchschnitt, über 90% der US-Aktien über dem 20-Tages-Durchschnitt dabei. Machen wir beim McLennan Oscillator hier rechts wieder mal eine negative Divergenz. Und in Deutschland sinken die Erzeugerpreise um 11%. Bums, es geht nach unten. Hier in Deutschland, hier in Europa, sind die Zinsen vielleicht sogar zu hoch für das, was die Wirtschaft bietet. Das ist in den USA noch anders, weil die Wirtschaft viel stärker ist. Aber in dieser Woche auch wichtig, hier kommen jetzt steuerlich bedingte Verkäufe. Das hat mit steuerlichen Dingen zu tun, die jetzt auf uns zukommen könnten. Wieso, weshalb, erfahren Sie in diesem Artikel. Und erste Empfehlung und die zweite Empfehlung hier nochmal, Miley. Das wird ein wirklich spannendes Finanzexperiment. Zweite Empfehlung, also diese beiden Empfehlungen jetzt erstmal Ihnen. Einen guten Start in die Woche. Ich sage Servus, ciao.